Hallo, mein Name ist Christoph und ich spiele Keyboards. Ich bin Julian und ich bin der Schlagzeuger von ASP. Ja, mein Name ist Kathi Brink und ich spiele Saxophon. Hi, ich bin Achim Seifert und ich spiele Bass. Für mich war es auf jeden Fall wichtig, bei dem Album jetzt den Aufnahmeprozess ein wenig anders zu gestalten. Das hat sich auch in den Probesituationen vorher entwickelt, dass ja jetzt durch Christoph, der jetzt mit neu dabei ist, und durch Kathi auch, dass zum Beispiel Christoph auch ein ganz, ganz anderes Setting quasi wieder dienen kann an Sounds oder an Instrumenten, und ich höre eigentlich sehr, sehr viel Musik, die mit dem eigentlichen traditionellen Jazz eigentlich nicht mehr so viel zu tun haben, sondern ich finde es auch sehr, sehr interessant, vor allem im Produktionsprozess Sachen auszuprobieren und tatsächlich dann auch mit einem anderen Ansatz an die Musik dran zu gehen. Nicht so dieser traditionelle Jazz, wo es quasi nur um Improvisation geht und irgendwie man immer lauter, immer schneller, immer höher und so weiter, sondern es sind wirklich Songs, die irgendwie auch eine Aussage haben. Also obwohl Achim Seifert Project auf der Platte steht, würde ich es eher als eine Band titulieren, als eine Platte von einem solistischen Interpreten, der noch Leute sich eingekauft hat, die auf der Platte spielen. Das heißt, es gibt sehr viele Freiräume für Musiker. Wir haben an den Arrangements alle viel gearbeitet, viel ausprobiert, viel unsere Meinung zum Besten gegeben, sodass, ich würde sagen, ein eigener Bandsound entstanden ist, der vorher so noch nicht da war. Über so einen Albumtitel, Lord is My Heart, kann man natürlich irgendwie lächeln und das irgendwie lustig finden oder auch so ein bisschen rot dabei werden. Das tut er aber genau nicht. Den Sound dahingehend zur Form, das ist das, was Neues dabei rauskommt, tatsächlich. Und das, finde ich, ist bei dem Album entstanden. Ja. Und jetzt habe ich mit dieser Band und mit der Besetzung tatsächlich die Leute gefunden, die für mich die Art von Musik perfekt umsetzen können. Und das hat mich auch sehr, sehr gefreut, dass das innerhalb von einer sehr, sehr kurzen Probezeit im Studio auch total gut funktioniert hat. Und das Ergebnis ist für mich eines der besten, was ich jemals gemacht habe in meinem Leben.